Video wird es um die deskriptive Statistik gehen und beziehungsweise speziell um die Lagemaße, mit denen fangen wir an. Und zu den Streuungsmaßen werde ich ein zweites Video aufnehmen. Als erstes müssen wir wieder einen Datensatz einladen oder uns besorgen, mit dem wir unser Beispiel hier durchspielen können, indem wir die Lagemaße berechnen können. Ich nehme wieder unseren Länderdatensatz, Länder read CSV2 von Daten Länder.csv. Und wenn ich jetzt mir meinen Arbeitsbereich anschaue, habe ich die Länder hier drin. Als zweiten Satz werde ich einen Spieldatensatz anlegen, damit wir nochmal eine zweite Variante haben, bei denen wir uns verschiedene Sachen angucken können. Und das wird ein Datensatz sein, wo ich eine 1 habe, dann die Zahlen von 1 bis 9 und hinten dran hänge ich nochmal eine 100. So. Das sieht dann so aus, eben 1, dann die Zahlen von 1 bis 9 und hinten dran noch eine 100. Lagemaße. Also es geht einfach darum, wie liegen die Daten im Zahlenraum verteilt. Und das bekannteste Lagemaß im Grunde genommen ist das arithmetische Mittel. Ein Maß eben für die Mitte der Daten. Und das berechnet sich wahrscheinlich bekannterweise aus der Summe der Daten, Summe unserer Länderflächen, Fläche, geteilt durch die Anzahl. Also Length ist das in diesem Fall. Und wir bekommen hier unser arithmetisches Mittel raus unserer Daten. Das gleiche geht in R natürlich simpler mit dem Befehl mean, wo wir das gleiche Ergebnis herausbekommen sollten, da R richtig rechnet. Und wir natürlich auch. Was wichtig ist in dem Fall, und das trifft auf viele andere Funktionen auch zu, ich glaube, ich hatte das schon mal angesprochen, NA-Werte grundsätzlich hatte ich auch schon angesprochen. Wenn NA-Werte vorkommen, dann geben Funktionen meistens eine Warnung aus in der Form, dass das Ergebnis der Funktion auch NA ist. Wir machen das mal mit unseren Spieldaten. Ich mache eine Variable Test, in die ich sowohl die Spieldaten reintue, als auch ein NA hinten dran, was dann so aussieht, also unsere Daten und hinten dran hängt ein NA. Und wenn ich jetzt das arithmetische Mittel berechne, dann wird ein NA zurückgegeben, da ein fehlender Wert vorhanden ist und somit erstmal nicht direkt der Mittelwert berechnet wird. Das ist eben zur Sicherheit, damit sich der Benutzer auch darüber im Klaren ist, dass hier Daten fehlen. Wenn ich den Mittelwert jetzt trotzdem berechnen möchte, gebe ich an mean meine Variable und dann NA RM gleich T. NA remove gleich true. Damit werden NA-Werte vor der Durchführung der Funktion herausgeschmissen und wir bekommen wieder einen Mittelwert ausgerechnet, so wie wir es haben wollten. Das arithmetische Mittel ist der allgemein bekannteste Maß für die Mitte. Es gibt aber auch andere Mittenmaße. Und das zweite wichtigste, oder das zweite, der zweitwichtigste und gegebenenfalls teilweise sogar der bessere Mittelwert ist der mittlere Wert. Ganz simpel. Was bedeutet der mittlere Wert? Wenn ich meine Spieldaten einmal sortieren lasse. Die sind von Haus aus jetzt sowieso sortiert, aber ich sortiere sie jetzt nochmal explizit. Dann habe ich hier eben meine Datenreihe und ein Wert in dieser Datenreihe ist der mittelste Wert. Ich habe insgesamt 11 Daten in dieser Datenreihe. Das bedeutet,
der mittelste Wert ist derjenige, der in der Mitte dieser Datenreihe steht. Bei 11 Daten haben wir 5 Daten voraus, 5 Daten hinten dran und ein Wert, der in der Mitte dieser Datenreihe steht, in diesem Fall ist es die 5, das ist der mittelste Wert. Dieser mittelste Wert, wenn ich meine Länge durch 2 teile, dann sehe ich hier ein Ergebnis von 5,5. Also die Hälfte der Länge ist 5, 5 und einer, der dazwischen hängt, was zur 0,5 hier hinten führt. Mein mittelster Wert eben. Dieser mittelste Wert ist insofern ein guter Mittelwert, da, wenn wir hier oben gesehen haben, der Durchschnittswert, das arithmetische Mittel unserer Testvariable, unseres Spieldatensatzes, liegt bei 13. Und wenn wir unsere Daten hier tatsächlich anschauen, dann liegen eigentlich fast alle Werte unterhalb dieser 13, nur diese 100 hier hinten am Ende, zieht das arithmetische Mittel diesen Mittelwert so weit rauf, dass dieser Mittelwert im Grunde genommen diese Datenreihe relativ schlecht beschreibt, denn die allermeisten Werte liegen unterhalb der 13. Wohingegen wir diesen mittelsten Wert, wenn wir uns den raussuchen, so beschreibt er diese Datenreihe in anderer Form. Er gibt uns an, welcher Wert tatsächlich in der Mitte unseres Datensatzes liegt und somit ist er, wenn man es speziell ausdrückt, Ausreißer unempfindlicher. Die 100 hier hinten ist unser Ausreißer, der passt nicht so richtig zu den anderen Werten. Das arithmetische Mittel ist empfindlich für Ausreißer, der Median ist unempfindlicher für Ausreißer. Da fällt natürlich so ein bisschen die Information raus, dass es hier diesen Ausreißer gibt. Dafür wird der Rest des Datensatzes besser beschrieben und gibt einem sozusagen einen anderen Blickwinkel auf die Daten, eine andere Information. Wie berechnen wir? Jetzt haben wir ihn einfach rausgesucht, den Wert. Wie berechnen wir ihn denn? Wir suchen uns die Mitte unseres Datensatzes raus. Die Mitte. Das soll meine Länge des Datensatzes sein durch 2 plus 0,5. Das heißt, der mittelste Wert ist hier der 6. Und wenn wir jetzt unsere Datenreihe sortieren und uns davon die Mitte ausgeben lassen, haben wir unseren Median dargestellt und ausgerechnet. Das gleiche geht natürlich mit einer R-Funktion, Median, Spieldaten, voilà, da haben wir unseren Median von R ausgegeben. Wenn wir das gleiche jetzt mit unseren Länderflächen machen, Sort, Länder, Dollar, Fläche, dann sehen wir hier unsere Datenreihe und wir müssen uns jetzt den mittelsten Wert heraussuchen. Wir haben aber, wenn ich mir die Länge dieser Datenreihe nochmal anschaue, Length, wir haben hier 18 Stellen, 18 Daten in diesem Datensatz. Bei unseren Spieldaten waren es 11, eine ungerade Zahl. Bei unseren Ländern haben wir eine gerade Zahl. Das heißt, es stehen eigentlich 2 Daten in der Mitte dieser Datenreihe. Das ist einerseits dieses Datum hier und andererseits dieses Datum hier. Wenn wir uns nochmal Längsfläche durch 2 ausgeben, kriegen wir eine 9 heraus. Also 9 Daten links der Mitte, 9 Daten rechts der Mitte. Das hier ist der 9. Wert, das hier ist der 10. Wert. Unser echter mittelster Wert liegt also zwischen dem 9. und dem 10. Wert und entsprechend wird der Median berechnet für gerade Anzahlen von Daten, indem wir das arithmetische Mittel zwischen dem
ersten mittelsten und dem zweiten mittelsten Wert bestimmen. Das tun wir, indem wir hier jetzt einfach mal die Mitte wiederum ausrechnen lassen, sodass wir hier unsere 9 bekommen. Und da wir hier eine gerade Zahlenreihe, eine Zahlenreihe mit einer geraden Anzahl vorliegen haben, verändern wir unseren Mittelwert, indem wir einen Vektor erstellen von Mittelwerten, wobei der erste unser hier berechneter Mittelwert ist, unser zweiter diese Mitte plus 1. Und wenn wir jetzt Sort Länder Dollar Fläche unsere sortierten Datensatz nochmal ausgeben und dabei nur die Werte herausholen wollen, die in der Mitte stehen, kriegen wir diese beiden. Und das Ganze nochmal genommen und daraus das arithmetische Mittel gebildet. Das ist unser Median für unseren Datensatz mit den Länderflächen. Und natürlich macht er das intern auch. Da muss ich mir den ganzen Schwanz, kann ich mir den ganzen Schwanz hier hinten sparen und gebe einfach Median, Länderfläche ein und wir bekommen das gleiche Ergebnis. Richtigerweise. Gut, das Ganze kann man sich auch vielleicht ganz nett visualisieren. Ich mache dazu mal hier ein bisschen Platz, indem wir plotten oder uns erst, ja, indem wir plotten und unsere sortierte Datenreihe auftragen. Länder, Dollar, Fläche. Erst einmal so. Jetzt bekommen wir sie hier entsprechend dargestellt. Für uns, indem wir hier eben die sortierten Werte nach Index sortiert und die entsprechenden Werteausprägungen auf dieser Seite haben. Und für unsere Zwecke werde ich das mal drehen, das Diagramm, indem ich die Werte als X-Werte betrachte und die Indizes als Y-Werte 1 bis Length von Länder, Dollar, Fläche. Eigentlich die gleiche Darstellung, nur einmal gedreht. Wir haben hier also unseren ersten, zweiten, dritten und so weiter Wert und hier die entsprechenden Werte, die dargestellt sind oder die in den Daten drinstecken. Und wenn ich jetzt mit einer geraden Linie, mit einer Appline vertikal unseren Median eintrage, Länder, Dollar, Fläche, dann sehen wir, dass hier der Median liegt. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Werte links des Medians. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ups, ich erzählt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Werte rechts des Medians, so wie es sein soll. Wenn wir dazu noch unser arithmetisches Mittel eintragen, Mean, und das gebe ich mal, mache ich mal eine andere Farbe rein, Call gleich Green, das Ganze noch Anführungszeichen, so sehen wir, dass unser arithmetisches Mittel eben bei 13 etwa liegt, rechts des Medians. Das bedeutet für die Form der Verteilung, dass wir mehr Daten links, also wenn wir diese beiden Werte gegeneinander betrachten, wir haben mehr Daten links des arithmetischen Mittels als rechts, in diesem Fall deutlich mehr, insofern eine Verteilung, die links steil ist, beziehungsweise rechts schief per Definition, wie wir das in der grafischen Darstellung schon gesehen haben. Wenn das andersrum ist und das arithmetische Mittel links des Medians steht, dann haben wir eine links schiefe bzw. rechts steile Verteilung. Damit hat man also relativ schnell schon mal ein Maß
dafür, wie die Form der Verteilung direkt ist. Gut. Bleiben wir aber mal nur bei diesen Maßen hier. Wir haben jetzt einen Wert hier uns anzeigen lassen, der den mittelsten Wert darstellt. Das gleiche Spiel kann man natürlich noch für mehr Dinge, mehr Positionen betreiben. Momentan teilen wir diesen Datensatz in zwei Hälften und schauen, wo sozusagen diese Teilung passiert. Wir können diesen Datensatz auch, um noch mehr Informationen über die Form der Verteilung zu bekommen, in vier Hälften teilen, indem wir sagen, oder in vier Viertel, indem wir sagen, wir wollen wissen, wo das erste Viertel der Daten liegt, wo das zweite Viertel der Daten liegt, wo das dritte Viertel der Daten liegt, wo das vierte Viertel der Daten liegt. Das ist auch ein klassisches statistisches Maß. Es nennt sich Quartile für Viertel. Der Befehl in R ist, oder allgemein eine solche Einteilung in verschiedene Teile von Daten, nennt sich eine Quantilsbestimmung. Quantil für eben quantifizieren, für bestimmte Anzahlen, und was uns momentan interessiert, ist das Quartil. Was aber, das mag zu Verwirrung führen, in dem R-Befehl Quantil von Haus aus als Standardausgabe eingestellt ist. Wenn ich also meine Quantile von Länder Fläche bestimme, so bekomme ich meine Quartile zurückgegeben, wo wir den niedrigsten Wert angezeigt bekommen. Den Wert, der bei 25% der Daten liegt. Den Wert, der bei 50% der Daten liegt und der unserem Median gleicht. Den Wert, der bei 75% der Daten liegt und dann wieder den Maximalwert. Wir haben also fünf Werte zurückgegeben. Die können wir uns auch eintragen lassen, indem wir wieder eine gerade Linie ziehen mit vertikalen Linien, die bei den Quantilen, mit dem Befehl Quantil, Länder, Dollar, Fläche liegen, und die färben wir mal in Rot ein. Rot. Genau. Das Ganze ausgeführt und Quantil, wenn ich mich nicht verschreibe, sehen wir hier unsere fünf Linien. Wir haben hier die erste Linie, die genau durch den niedrigsten Wert geht. Wir haben hier unsere letzte Linie, die genau durch den höchsten Wert geht. Wir haben hier eine Linie, die das erste Viertel der Daten beinhaltet. Wir haben also 1, 2, 3, 4 Daten vor der Linie, 1, 2, 3, 4 Daten zwischen diesen beiden, 1, 2, 3, 4 Daten zwischen diesen beiden, 1, 2, 3, 4 Daten hier zwischen, plus eben diejenigen Daten, die jeweils das Maximum beschreiben. Quantile, Quartile, warum gibt es diese zwei Begriffe? Quantile können eben auch anders definiert sein. Wir können auch Quantile zum Beispiel bei jeweils 10% haben. Das sind dann per Namen Perzentile für Prozentvarianten. Dazu gebe ich einen zweiten Parameter bei meinem Quantilbefehl ein. Ich möchte gerne von 0 bis 1 in jeweils 0.1 Schritten eine Zahlenreihe bekommen, also von 0 bis 1. Hier ist unser kleinster Wert, unser größter Wert, und dann jeweils in 10% Schritten die Wertreihe abgegriffen. Und das sehen wir hier im Befehl in der Ausgabe eben auch. Das ist jetzt etwas verzogen. Ich mache das mal groß und führe den Befehl nochmal aus. So, sehen wir es besser. Wieder unser kleinster Wert, unser größter Wert und dann jeweils in 10% Schritten die Wertereihe aufgeteilt. Und wenn wir das Ganze nochmal darstellen wollen,
wiederum die absolute Linie. Die machen wir jetzt mal blau. Blue. Und setzen hier unseren Befehl rein. Und dementsprechend werden jetzt hier jeweils für 10% der Daten die Striche eingezeichnet. Natürlich liegt keiner dieser Werte, oder die meisten Werte liegen nicht genau bei einem dieser Prozentbereiche. Und deswegen wird das entsprechend mit Algorithmen gemittelt und festgestellt, wo sozusagen 10% liegen würden. Und aus den Abständen dieser einzelnen Perzentile zueinander kann man auch wiederum Informationen über die Form der Verteilung erlangen, was die einzelnen Lagesituationen anbelangt. Das also erstmal zu den Lageparametern. Median, arithmetisches Mittel, den Modus beschreibe ich an dieser Stelle nicht, weil er für unsere Zwecke hier nicht so interessant ist. Das ist eher etwas für die grafische Darstellung. Da kann man den Modus besser bestimmen, beziehungsweise sinnvoller bestimmen. Sinnvoll ist er eigentlich nicht bei oder nur beschränkt bei Daten, die wirklich numerische Daten sind, also metrische Daten. An dieser Stelle mögen als Mitten, also der Modus als Mitten Definition, als Mittendefinition sind hier Median und arithmetisches Mittel am interessantesten und dann eben die einzelnen Quantile, speziell die Quartile, aber auch Perzentile und andere Maße. Das nächste Mal wird es dann um eine weitere Information über die Verteilung der Daten gehen, speziell über die Verteilung, nämlich die Streuung und wie man das arithmetisch bestimmen kann.